Hallo ihr Menschen da draußen, willkommen zu einem neuen Skizzenbuch-Video. Und zwar, wie gehabt, ein relativ dünnes Skizzenbuch, eins, was ich mit mir draußen in der Welt herumtrage, um so Wartezeiten und Bahnfahrten zu überbrücken. Also eins für unterwegs, in der Bahn, auf Bahnhöfen oder in der Uni. Ja, um einfach unterwegs auch produktiv zu sein. Es ist DIN A4 und hat 20 Seiten, ist also relativ dünn. Und ist so über die letzten 4 Monate gefüllt worden. Und wir fangen auch einfach direkt mal an. Und auf der ersten Seite sehen wir nichts ultra spannendes. Es gibt anscheinend hier ein paar Ork-Versuche, ein leicht abgezeichnetes Roboter-Girl oder Cyborg-Girl und ein paar seltsame Skizzen. Und auch die zweite Seite bringt leider nicht viele schöne Sachen. Sie ist eigentlich eher so komplett verkackt und mit der Anmerkung, dass ich doch bitte mal ein bisschen mehr Anatomie lernen sollte, woran ich mich auch gehalten habe in den letzten Monaten. Aber da sehen wir auch hier 16.04., also im April habe ich circa dieses Skizzenbuch angefangen. Das ist ja schon mal ganz gut zu wissen. Und hier auf der Seite, sowas mache ich in letzter Zeit öfter, sind so aus meiner verzerrten Perspektive raus die Räume um mich herum zu zeichnen. Und wie man sieht, ist das ein so ziemlich leeres Bahnabteil mit meinen Mäppchen, meiner kribbeligen Hand und ein paar Schienen, die vorbeiflitzen. Hier sieht es schon ein bisschen vielversprechender aus, ein bisschen mehr ist hier los auf der Seite. Das sind so Thumbnail-Skizzen von Landschaften, die wahrscheinlich nur ich erkennen kann. Hier springt so ein Reh runter. Das war nach einem Wochenende in Trier. Da bin ich ein bisschen durch die Landschaft gestiefelt und habe mich ja an der Landschaft erfreut und versucht, so ein paar Thumbnails, also so ein paar Landschaftsskizzen festzuhalten. Und hier entwickle ich anscheinend einen Drachen und ansonsten passiert hier nicht viel, außer dass es verschiedene Stifte sind. So, hier wird es ein bisschen bunt. Das ist in der Uni passiert, einfach pure Langeweile und irgendjemand hatte seinen Aquarellkasten dabei. Da habe ich mir den Kran einfach stibitzt. Und ja, ein Versuch eines komischen Cyborg-Roboter-Zusammenbaus, der auch irgendwie eher so ziemlich langweilig ist. Und hier eine riesige Welle und sehr viel komischer Kleinkram mit einem Typen, dessen Gesicht sich in einen Pferdekopf verwandelt. Warum nicht? So, hier haben wir ein bisschen was Zensiertes, weil das ist privat. Und ich hoffe mal, dass man dieses schreckliche Neon-Pink irgendwie ein bisschen sehen kann. Ja, scheint machbar zu sein. Auf jeden Fall ist das eine Szene aus einem unglaublich schlechten Hörspiel, womit ich mich aber auf gute Laune gehalten habe. Und hier sind ein paar Versuche, meinen Originalcharakter auf sie Ona nochmal neu zu zeichnen, weil die mir in letzter Zeit nicht mehr so gefiel und ein bisschen eckiger werden sollte. Und ja, die Version hat mir anscheinend ganz gut gefallen. So, jetzt wird es langsam nach und nach spannender. Und zwar, ja, eine relativ gut ausgearbeitete Version von mir als Hulk. Diese Muskeln sind natürlich alle real und getreu. Und ich glaube, es gibt auch noch einen zweiten Hulk in diesem Heft. Das ging darauf, dass Leute mich wegen meinen grünen Haaren unabhängig voneinander plötzlich angefangen haben, Hulk zu nennen. Und dementsprechend sind diese wunderbaren Zeichnungen daraus gekommen. Irgendwelche lustigen Notizen aus irgendeiner Präsentation. Und dieser blutige Typ hier ist sehr wahrscheinlich eine Migräne. Ja, es ist eine Migränezeichnung. Also so, ich habe relativ häufig Migräne und das fängt bei mir oft an den Augen an oder in der Schläfe und dementsprechend war das anscheinend so eine Verdeutlichung von dem Scheiß, wie man so auf gut Deutsch sagen kann. Und hier unten, das ist eine Vorskizze aus einem Musikvideo, was ich bebildert habe für die Uni. Hier wird es auch relativ spannend, noch ein neuer Hulk, diesmal mit Neon Pink und sehr seltsamen Gesichtsausdrücke.
Und ach, diese Lady gefällt mir jetzt, wo ich drüber gucke, doch ganz gut. Beim Zeichnen fand ich einfach, das war so ein Gefühl, so, was mache ich denn mit ihren komischen Haaren und ihrem komischen Gesicht? Aber ich muss sagen, ja, gefällt mir ganz gut. Auch diese seltsamen Kritzelfinger finde ich gar nicht so schlecht. Und ja, anscheinend ein Porträt mit ziemlich vielen Augen, etwas sehr Schlampiges, etwas Spinnenartiges findet man hier und hier zwei Ladies, die herumgammeln bzw. eine Girlande aufhängen. So, also auch alles ziemlich random. Aber es ist ja auch alles unterwegs passiert. Es kann also gar nicht so dramatisch viel hier drin passieren. Ja, noch mehr komische Porträts mit Flecken, irgendwelche Ladies oder komische Ohren. Ja, das ist, glaube ich, hier eine Bildidee. Nochmal Drachen und ein Kraken. Und hier bin ich mit einem Pfeil im Auge. Ich glaube, ich hatte sehr viel Kopfschmerzen zu der Zeit. Und das sind, glaube ich, Thumbnail-Skizzen für Cover, die ich auch für die Uni machen sollte. Die habe ich dann nachher im Uni-Skizzenbuch weitergemacht. Ja, und hier gibt es wieder was Geschriebenes. Da habe ich mir Zitate von allen möglichen Künstlern rausgesucht, die ich cool fand. Wunderbar depressive Sachen wie Künstler wird man nur aus Verzweiflung von Ernst Ludwig Kirchner. Super Typ. Und ja, hier sind ein paar nette Zitate einfach. Und seltsam krüppelige Leute mit krüppeligen Händen. Weinende Leute, schläfrige Leute, Leute mit nur 3 Stunden Schlaf. Wer mag das bloß sein? Ja. Dann geht es hier weiter. Das ist so eine Seite, auf der ich versucht habe, die ersten Ideen von der Story hinzuschreiben und es sind auch so Varianten von dieser Idee, wie sich die Story weiterentwickeln könnte oder worauf sie basieren könnte und dann halt so Ideen, wie die Charaktere aussehen könnten. Tja, gefällt mir ganz gut die Seite. Ja, und das hier wird dann so wieder mega kritzelig, wieder ein Drache. Und hier, dieser Dude hat die Hälfte seines Gesichts anscheinend verloren. Tja, wenn mir eine Schere in die Finger kommt, schneide ich auch irgendwie in mein Skizzenbuch rum, sinnloserweise. Tja, die nächste Seite hat wahrscheinlich etwas Erklärungsbedarf. Ich weiß noch genau, dass dieser Teil ist noch in der Uni gezeichnet worden von mir. Und ja, wir hatten eine Stunde, in der wir uns mit Farbfeldern bei Photoshop auseinandergesetzt haben. Das war ganz spannend. Aber dann bin ich halt ein paar Tage später ins Krankenhaus gekommen. Und naja, die ersten Tage war ich auf jeden Fall nicht fähig zu zeichnen. Aber ich glaube, so nach einer Woche hat mir dann auch ein liebes Menschlein mein Skizzenbuch ins Krankenhaus gebracht. Und die ersten Dinge sind halt das hier. Es ist ein bisschen aggressiv und ein bisschen genital belastet, sage ich jetzt mal. Und ich weiß noch, dass ich eigentlich wollte ich irgendwas Schönes, Ästhetisches und einen schönen fließenden Frauenkörper zeichnen. Und ja, sie ist tentakelig geworden und aus irgendeinem Grund schaltet sie eine Lampe an, die einen halben Totenschädel und einen Typen mit Stinkefingern beleuchtet. Ja, und dazu braucht man jetzt gar nichts sagen. Tja, das passiert, wenn man Schmerzen hat. Und ja, anscheinend hatte ich das sogar richtig geplant mit diesem Loch hier. Meine Güte. Krass. Tja, und hier sieht man auch mein Krankenhauszimmer. Also, das ist ein relativ privates Skizzenbuch, wie ihr gerade mitbekommt. Ja, mein wunderbarer Tropfanhang. Irgendwie im 8. Stock war ich und hatte eine nette Aussicht, was mir leider überhaupt nicht geholfen hat. Und halt noch mit 2 anderen Menschen auf dem Zimmer. Ja, Blümchen. Ein schrecklich alter, summender Fernseher, den ich zum Glück nicht benutzt habe. So. Und hier, tja,
eine Seite mit verschiedensten, wie nenne ich das, Holzbeinen, genau, verschiedensten Holzbeinen zur Auswahl, weil ich halt eine Operation am Bein hatte. Ja, und ich bin immer noch der Meinung, es wäre vielleicht eine bessere Idee gewesen, einfach ein Holzbein dran zu machen. Tja, ja, das sind halt alles weiteren Sachen, die ich auch im Krankenhaus gemalt habe. Und das hier sind anscheinend Paneling-Seitenaufbauskizzen zu dieser Comic-Idee, die hier auch vorher schon drin ist. Aber die habe ich auch nicht, habe ich noch nicht weiterentwickelt. Hier ist auch zum Beispiel eine erste Version von einem ersten Dialog darin. Das hatte ich komplett freigelassen im Krankenhaus, um halt da weiter diese Seitenpaneling zu machen. Aber dann habe ich das nachher in der Uni noch voll gekritzelt. Also das ist sehr viel später als das hier. Oh ja, auch ein wunderbares Ding, was man macht, wenn man Schmerzen hat. Man malt Porträts von Leuten, die Schmerzen haben oder schreien oder aus anderen Leuten viel zu großen Ohren kriechen. Bitte frag mich nicht. Also ich bin selber über den Kram erstaunt, der da manchmal rauskommt. Hier ist anscheinend jemand am Kotzen. Und am Weinen und ja. Ah, und an die Seite erinnere ich mich noch ziemlich gut. Und zwar, ich sehe nichts mehr, steht hier unten. Und das ist halt auch wahr, weil ich das halb während der Nacht gezeichnet habe. Und du kannst im Krankenhaus nicht mal eben das Licht anschalten, ohne dass alle Leute dich hassen. Und dementsprechend habe ich zum Ende hin, als ich diesen Fisch, was auch immer das für ein komischer Fisch ist, gezeichnet habe, habe ich halt gar nichts mehr gesehen. Tja, blind zeichnen auch mal eine Variante. Tja, hier ist nochmal ein bisschen was wegzensiert. Aber das ist dann eine Seite, wo es mir anscheinend schon besser ging. Also das hier ist halt auch noch im Krankenhaus geschehen, aber da ging es mir anscheinend schon ganz gut. Es sieht alles schon sehr viel ordentlicher aus und sehr viel beherrschter. Und ich muss gestehen, dass ich sie hier auch ziemlich cool finde von den Proportionen und dem Gesicht her. Aber auch sie hier gefällt mir ganz gut. Tja, und dann war ich irgendwann auch wieder mobil. So nach einem Monat zu Hause rumhocken. Ja, ziemlich genau einen Monat. Und hier sieht man schon, hier bin ich nur noch mit einer Krücke unterwegs und habe wieder so eine Ansicht von dem Bahnabteil gezeichnet. Diesmal sogar mit zwei Typen drin. Ich merke gerade, dass ich anscheinend einen Lieblingsplatz habe. Das ist derselbe Platz wie beim ersten Mal. Tja, gut, dass ich das jetzt merke. Und der Rest dieser Seite ist Präsentationen in der Uni. Und wenn man keine Motivation mehr hat zuzuhören, macht man halt wunderbare Muster. Und ja, hier ist ein Supercat mit T-Shirt und komische Porträts. Ansonsten nichts von Belang. Hier wieder eine relativ enttäuschend leere Seite. Aber da habe ich mich dann auch entschieden, das so zu lassen. Die war irgendwie nicht mehr aufwertbar. Das Einzige, was ich irgendwie relativ interessant hier finde, ist, wie dieses Porträt über dem Knick hier in der Mitte. Oh, mein Zeichenlehrer wäre ja so glücklich damit. Der liebt es, wenn Leute über den Knick zeichnen, weil das ja so mutig und dynamisch ist. Leute, merkt euch das, wenn ihr an Kunstschulen geht. Ja, hier ist der Grund, warum dieses Heft so unglaublich zerwabbelt und zermatscht ist. Und zwar an dem Punkt, als es mir dann auch nochmal dreifach scheiße ging, habe ich im Regen gesessen und gezeichnet und konnte auch irgendwann das Heft so aufstellen und ausschütten und mir das ganze Wasser darunter lief. Und was ich ganz lustig finde, ist, dass dadurch dieser Kugelschreiber hier gedoppelt ist. Dadurch, dass es halt nass war und ich es dann zusammengeklappt habe. Ja, und dann habe ich halt auch beschlossen, diese Seite ist nicht mehr aufwertbar. Das kann ich dann auch einfach so lassen. Dafür habe ich, als ich aufgeräumt habe, halt dieses lustige Blatt hier eingeklemmt von einer alten Story-Idee, die ich mal hatte, die ich noch ganz cool finde. Und dementsprechend irgendwo, wo ich nachgucke, auch aufbewahrt werden sollte.
Dann nochmal zum Abschluss eine relativ schöne Seite. Und zwar habe ich da Hände geübt. Entweder in der Bahn meine eigene linke Hand dann benutzt oder geguckt, ob jemand seine Hand irgendwie interessant rumliegen hat. Oder manchmal habe ich auch auf dem Handy Fotos von Händen bei mir. Ja. Und ich versuche so ein bisschen froschhandig zu werden, weil ich den Stil ganz gern mag. Dass es ein bisschen dynamischer aussieht und nicht so eckig. Und hier sind schon ein paar Hände, die ganz cool sind. Also mir gefallen die beiden hier oben ganz gut. Und die ist eigentlich auch ganz cool. Und die hier. Und diese wunderbare Telefonnummer ist eine von der Deutschen Bahn. Tja, wenn einfach eine Bahn in eine Richtung, wo man hin muss, weil man da zufälligerweise wohnt, komplett den ganzen Tag ausfällt, ruft man verzweifelt Leute an. Tja, und die einen aber auch nicht weiterhelfen können, weil es ist ja die Bahn. Ich habe gute Erfahrungen mit der Bahn. Tja. Und hier ist eine Skizze für ein Bild, was ich schon fertig gemalt habe. Und das hier sind Vorskizzen für ein Bild, was ich noch vorhabe zu malen, aber das könnte relativ schwer werden, weil ich wollte das so ein bisschen semi-realistisch hinkriegen, vielleicht auch digital. Das heißt, es kann sich nur um Wochen handeln, bis das Projekt fertig ist. Und ja, Gott, schrecklich. Die letzte Seite ist auch nochmal wunderbar. Eine Zusammenfassung von Aggression. Ja, dieses Skizzenbuch war irgendwie nicht so positiv. Ist irgendwie sehr viel in den letzten 3 Monaten passiert, was halt eher uncool war und was ich halt auch mit mir rumgeschleppt habe. Dementsprechend kommen dann solche Dinge dabei raus. Tja, insgesamt würde ich sagen, es gibt ein paar schöne Seiten, sowas wie das hier ist doch schon ganz geglückt. Das ist dann wieder nicht so, also es wird langsam besser mit mir und Skizzenbüchern, auch wenn ich sie nicht so regelmäßig benutze. Aber das liegt dann daran, wenn ich einen Monat mich nicht aus dem Haus bewege, dann benutze ich natürlich auch nicht das Skizzenbuch für Außerhausmalen. Tja, aber das wird jetzt alles viel besser. Bestimmt. Ich danke euch jedenfalls fürs Zugucken und ich hoffe, das zieht euch nicht runter. Ich hoffe, wenn, dass es inspiriert und dass euch das Video gefallen hat. Ja, ich glaube ja, dass euch dieses Skizzenbuchformat ganz gut gefällt und ich würde mich freuen, wenn ihr euren Senf nochmal in die Kommentare dazu abgebt. Das war es eigentlich auch schon von mir. Dankeschön fürs Zuschauen und macht's gut!